Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike. Das war eine sehr interessante Präsentation. Also ich hoffe, dass viele da am Samstag bei dir mitwirken oder wenigstens mal gucken kommen. Und das ist sicherlich ausbaufähig. Und wir werden uns sicherlich dann öfter nochmal treffen, glaube ich. Ne? Ja. Ja, dann erstmal herzlichen Dank und ich gebe weiter an unseren Landtagsabgeordneten, Herrn Dr. Martin Finzel. Ja, vielen Dank. Erstmal vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Ich glaube, das war ein wunderschönes Beispiel für einen bunten Protest und das ist, hebt sich ganz davon ab, von dem, was uns immer als bunten Protest präsentiert wird. Wir hatten das jetzt vor zwei Tagen wieder beim Europawahlkampf, bei der Europawahlkampferöffnung in Köln, wenn der schwarze Block vor der Tür steht, einem Dinge an den Kopf wirft und man Mühe und Not hat bei guter Gesundheit noch zur Wahlkampfveranstaltung zu kommen. Ich glaube, das ist das Gegenteil von buntem Protest. Von daher kann man sich nur darüber freuen, dass es solche Aktionen gibt. Und dann nochmal vielen Dank dafür. Und ich denke, dass wir genau diesen Mut dazu auch haben müssen, ein bisschen dieses Mosaikartige unserer Bewegung auch anzuerkennen. AfD, das ist gut, das ist so ein bisschen das alles umspannende Dach, worüber wir uns alle versammeln, aber ich glaube, wir müssen das ein Stück weit zulassen, dass es ganz verschiedene Auslegungen gibt. Und was ein bisschen aktuell auch wieder in Nordrhein-Westfalen umgeht, das ist ja, viele bezeichnen das als Distanzeritis, das stimmt ein Stück weit, aber ich glaube, wir dürfen nicht über dieses Stöckchen springen, was man uns dahin hält, von diesen Menschen, die uns jeden Tag mit vollstem, diesem unglaublichen Selbstbewusstsein, mit diesem Vertrauen da rein, dass das, was die uns erzählen, egal ob es Gender-Gaga ist, egal ob es ist, dass sie von ihren Dieselabgasen getötet werden, egal ob es das ist, dass nur die Europäische Union und diese Bürokratiekrake, die in Brüssel tagt, sie in Frieden leben lässt, diese Menschen, die ihnen das jeden Tag mit vollstem Gewissen und vollster Freude und vollster Zufriedenheit entgegenstrahlen, über deren Stock sollten wir nicht springen, wenn wir sagen, das sind aber Leute, mit denen solltet ihr nichts zu tun haben. Das entscheiden immer noch wir, das entscheidet die AfD und da lassen wir uns von niemandem reinreden. Ja, das ist immer das Problem. Man gibt dem Politiker das Mikrofon und dann fängt er an, einen Tod zu quatschen. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten, dass wir vielleicht so im Dialog miteinander das noch ein bisschen miteinander verabschieden können. Viele Gesichter kenne ich, trotzdem möchte ich mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Vinzenz. Ich bin eigentlich aus Krefeld und sitze jetzt seit knapp zwei Jahren für uns im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Herr Auschwitz hat es schon angesprochen, ich habe tatsächlich mal was Vernünftiges gelernt. Ich bin eigentlich Facharzt für Allgemeinmedizin, das heißt, ich habe, bevor ich in den Landtag gekommen bin, in einer Praxis gesessen und habe da Menschen behandelt und das ist so ein bisschen auch die Motivation gewesen, weswegen ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Also ich habe da festgestellt, aus der Rolle des Arztes im Kittel kann man den Menschen nicht so helfen, wie man es machen müsste. Also wenn Sie da jeden Tag hören, was in Betrieben los ist, die psychischen Erkrankungen, die immer weiter zunehmen, der Druck, der auf die Leute aufgebaut wird, die Überstunden, die geleistet werden, da sind Sie an der Stelle des Arztes tatsächlich an der falschen Stelle und da ist es nur der logische Schritt, dann einen Schritt eben weiterzugehen und zu sagen, wenn man was ändern möchte, dann muss man das ganze System ändern, dann muss man in die Politik gehen und an der Stelle konnte ich dann auch nicht weiter zusehen und das einfach so tatsächlich für mich und meine Patienten hinnehmen. Und da ist eben der Gedanke gewachsen, dass wir in der Tat die Falschen behandeln. Die bei mir wollen. Ja, so trägt sich das zu. Morgen ist wieder Plenarwoche, relativ lange. Um 10 Uhr geht es los, bis ich glaube, morgen ist es 0.25 Uhr angesetzt. Also, wir sitzen uns da einigermaßen platt. Sehr interessant. Viele bekommen das nicht so ganz mit. Ich sage immer, wenn Sie von uns nichts hören, dann ist das eher ein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir keine Fehler machen, denn die Presse berichtet immer dann über uns, wenn wir eben irgendwas falsch machen. Wenn man nichts von uns hört, dann scheinen wir alles richtig zu machen. In dem Fall gibt es aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass Sie sich frei informieren. Es gibt einen sogenannten Livestream über die Seite des Landtags Nordrhein-Westfalen. Da können Sie jederzeit reingucken. Ansonsten werden jederzeit bei YouTube auch unsere Videos hochgeladen, wo Sie einzelne Reden auch von Landtagsabgeordneten verfolgen können. Von daher, Phoenix ist immer ganz schön, wenn man aus dem Bund was mitbekommen möchte, bei YouTube über unsere Homepage der Fraktion oder aber auch im Livestream auf der Landtagsseite bekommen Sie das live mit. Was an Highlights diese Woche ansteht, vielleicht kann ich das mal kurz sagen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Wir beantragen den Untersuchungsausschuss im Fall Lüttke. Viele haben es vielleicht mitbekommen aus den Medien, da hat es einen, oder was heißt einen, also mittlerweile einen sehr, sehr großen Fall mit sehr, sehr vielen Fällen von Kindesmissbrauch gegeben auf einem Campingplatz auf der Grenze zu Niedersachsen. Und da gibt es einige Verstrickungen, die so in dieser Art und Weise
aufgearbeitet gehören. Denn es hat jetzt über mehrere Jahre schon Hinweise darauf gegeben, dass da etwas nicht funktioniert. Die Polizei ist dem nicht vernünftig nachgegangen. Wir werden einen Untersuchungsausschuss beantragen, um eben genau diesen Fällen nachzugehen. Wenn Sie sich anschauen, was denn für Untersuchungsausschüsse bisher im Landtag Nordrhein-Westfalen beantragt, dann waren das Dinge wie die Umweltministerin hat ihren Fernseher nicht richtig bedient und das wird aufgearbeitet. Ich dachte, das wäre ein Hackerangriff, ganz toll, muss man auch mal parlamentarisch aufarbeiten und dafür extra Stellen schaffen. Schön, aber das sind so die Dinge, die ja tatsächlich jemand angehen. Wenn unseren Kindern irgendwas angetan wird, dann gehört das aufgearbeitet und wenn dann auf einmal da Beweismittel abhanden kommen oder die Polizei nicht ihrem Auftrag nachgeht, dann gehört sowas tatsächlich aufgearbeitet. Dafür sind wir da, das beantragen wir. Wahrscheinlich wird es abgelehnt, aber das ist das alte Spiel. Was ist sonst vielleicht noch nächste Woche von Interesse? Ein sehr schöner Antrag zum Thema Westgrenzen, für Sie hier im Grenzgebiet auch immer sehr interessant. Das hat es ja zu verschiedenen Veranstaltungen mal kurz gezeigt, wenn man unsere Grenzen zumindest stichpunktartig mal kontrolliert, wie viele Straftäter, wie viele gesuchte Personen, wie viele illegale Einreisen auf einmal festgestellt werden. Dafür werden wir uns auch einsetzen, dass man da im Rahmen von Schleierfahndungen überhaupt erst wieder die Möglichkeiten schafft, die Leute tatsächlich auch rauszufischen und zu untersuchen, denn es ist ja schön, wenn Sie immer aus den offiziellen Zahlen bestätigt bekommen, Kriminalität geht so. Wir sind das einzige Land, das mehr Polizei fordert, mehr Polizisten einstellt, obwohl die Kriminalität zurückgeht. Das ist ja schon spannend, ne? Angeblich, genau. Ja, aber deswegen, Sie können keine vernünftigen Statistiken erstellen, wenn Sie erst gar nicht hingucken. Und wenn Sie jetzt immer präsentiert bekommen, es reisen ja immer weniger Leute ein, und dann fragt man mal nach, im Rahmen einer kleinen Anfrage, ja, viele Leute reisen denn ein? Die Regierung sagt dann, ja, wir prüfen das ja gar nicht nach. Dann ist die Aussage natürlich schön, es reisen immer weniger Leute ein. Wenn ich erst gar nicht hingucke, kann ich das ja gar nicht sagen. Von daher, das ist der Punkt. Wir sind dafür, dass eben unsere Grenzen, gerade eben haben wir es noch gehabt, wieder geschützt werden. Eben weil nicht nur freundliche Menschen zu uns kommen, das mag auch der Fall sein. Da mögen auch Leute drunter sein, die nur ihr Heil hier suchen, die nur ein besseres Leben suchen, von mir aus. Aber sie lassen ja zu Hause auch nicht die Tür aushebeln, weil sie sagen, es kann ja jeder sich jetzt auf mein Sofa setzen. Da würden sie auch davon ausgehen, dass irgendwer kommt, der es eben nicht gut mit ihnen meint. Und es reicht eben halt einer. Das ist ein sehr interessanter Antrag. Und ein dritter Antrag, für den ich selber sprechen werde, zu absoluten parlamentarischen Primetime, weil die anderen Parteien ja finden, das ist so ein unglaublich spannendes Thema, dass man sich da zu so guter Zeit mit auseinandersetzen muss. Also das heißt Donnerstag um 21 Uhr, glaube ich, zum Thema Tuberkulosezahlen. Denn die Tuberkulose, eigentlich eine Erkrankung, mit der wir lange Zeit hier nichts mehr zu tun hatten, denn das ist eher etwas, was man, glaube ich, gewissen sozial Schwächer, habe ich mir sagen lassen, darf man nicht mal sagen, das ist alles politisch inkorrekt. Ich sage es trotzdem, also in sozial schwächeren Schichten findet, also wo Alkoholsucht grassiert, wo eine Mangelernährung da ist, wo die Menschen nicht gut auf sich aufpassen, haben wir in dieser Stärke hier in Deutschland tatsächlich ja lange nicht mehr gehabt. Kommt jetzt aber alles wieder. Zum einen, weil, sind zwar in den fettesten aller Zeiten, ne, werden sie, kommen sie jeden Abend so in der Tagesschau immer wieder präsentiert. Uns geht es ja so gut wie noch nicht. Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Straßen kaputt, Schulen kaputt, Krankenhäuser kaputt, kann ich selber nie von singen. Also kriegt man nicht viel von mit. Von daher, es gibt auch immer mehr Menschen, die tatsächlich wieder unter die Armutsgrenze fallen. Auch das ist ein Punkt, weswegen die TPC hier wieder um sich greift. Und das ist einfach ein Fakt. Man kommt mittlerweile an Probleme, wenn man über Fakten spricht. Das ist auch interessant. Das zeigt schon immer, finde ich, und da werden mir viele von Ihnen recht geben, wenn es zum Problem wird, wenn ich über Fakten spreche, dann befinden wir uns wieder in ganz gefährlichen Zeiten. Keine Demokratie mehr. Und zu einem dieser Fakten gehört es eben, dass es eben Gebiete auf diesem Planeten gibt, wo es eben ziemlich viel Tuberkulose gibt. Und das sind einige dieser Länder, aus denen Menschen zu uns kommen. Und es gibt kein vernünftiges Konzept, wie man sowas abfängt. Und dann sind es Menschen, die unter Umständen dann eine dieser wunderschönen Kurzausbildungen bekommen und dann als Krankenpfleger arbeiten und sich um ihre eh schon geschwächte Mutter, Oma kümmern. Oder die als Kindererzieher auf einmal in der Kita rumturnen und dann wird eine ganze Kita gesperrt. Und das kann so nicht angehen, von daher werde ich mich in der nächsten Woche dafür einsetzen, dass wir bei Migranten, die nach Deutschland kommen, verbindliche Aufnahmeuntersuchungen bekommen und solche kritischen Erkrankungen wie die Tuberkulose möglichst beginnend dann schon abfangen und eben nicht zu so Problemen dann kommen wie multiresistenten Keimen, die wir dann unter Umständen insgesamt nicht mehr behandeln können und wieder in einen vor antibiotisches Zeitalter, so nennt man es, zurückfallen, wo ich die einfachsten Erkrankungen nicht mehr behandeln kann. Denn wenn das zu spät auftaucht, wenn ich dann Antibiotika gebe wild, einfach in der ganzen Kita-Gruppe, dann könnte ich unter Umständen Resistenzen erzeugen, dann kann ich Bakterien erzeugen, die unter Umständen gegen Antibiotika nicht mehr ansprechen. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht erleben, dass man an einfachen Infektionserkrankungen wieder sterben kann. So viel zu der Parlamentswoche, die jetzt ansteht. Wie gesagt, morgen ab 10 Uhr, schalten Sie ruhig ein, ist spannend. Ansonsten, wenn Sie es verpasst haben, ist es ja...
das ist bei der AfD, ne? Sie haben, die meisten haben einen vernünftigen Job, da guckt man, ob 10 kennt. Das wird bei der Linken jetzt anders, wenn alle sagen, super, schalte ich ein. Gibt den Verdi. Gibt den Verdi noch 15 Euro für. Ne? Schön. Nein, aber Sie können es auch nachgucken, wie gesagt, jederzeit. Wir laden es dann immer zeitnah hoch auf YouTube. Wenn Sie uns da suchen, werden Sie es finden. Mein eigentliches Thema, relativ breites Thema. Trotzdem möchte ich es ansprechen, weil ich sprach gerade schon drüber. Es sind gerade diese heißen Eisen auch in Zeiten, wo man sagt, wir sind nicht nur gefährlich gut, wir sind sogar verdächtig gut und einige Teilorganisationen der AfD vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden. Trotzdem gibt es gewisse Dinge, die gehören angesprochen. Und das Thema, was ich Ihnen heute Abend so ein bisschen näher bringen möchte aus verschiedenen politischen Perspektiven, ist das große Thema Demografie. Sobald man darüber anfängt zu sprechen, wird es eigentlich extrem heikel. Man muss auf extrem leisen Sohlen sich diesem Thema nähern. Denn es gibt natürlich einige Teilaspekte davon, von einer wissenschaftlichen Betrachtung der Demografie, wo wieder viele sagen würden, ja, das geht ja gar nicht. Wenn man das jetzt zu Ende denkt, was will er denn von uns? Aber es bleibt Politologie 1.0. Ein Staat hat ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk. Das sind beides Dinge, die man heute ja so gar nicht mehr sagen darf. Wir sind ja eine entgrenzte Nation. Also das, was sich in den düsteren Zeiten der deutschen Politik sich Menschen gewohnt oder gewünscht hätten, dass wir bis zum Ende von Polen reichen und auf der anderen Seite bis Portugal, das haben wir jetzt ja quasi realisiert. Wir sind ja ein grenzenloses Deutschland. Das ist ein bisschen verrückt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber wir sind, wie gesagt, wir haben ja keine vernünftigen Grenzen mehr. Außengrenzschutz findet ja jetzt durch unsere italienischen Freunde statt oder durch unsere spanischen Freunde oder durch unsere griechischen Freunde. Wir dürfen das ja in dieser Art und Weise gar nicht mehr. Auf der anderen Seite, das hören Sie auch, beliebtester Politiker, so wird gesagt, in der Tagesschau, der Kollege Habeck. Ja, zweiter ist übrigens Maas. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, Maas ist ein guter Politiker. Aber es Maas-Menschen. Scheinbar in der, irgendwo, die Tagesschau sieht es so. Aber der hat ja gesagt, wir haben kein Staatsvolk und dementsprechend kann es auch keinen Volksverrat geben. Kann man ja einfach mal so lapidar dahin sagen. Aber wie gesagt, Fakt ist, Politologie 1.0, ein Staat hat ein Staatsgebiet und hat ein Staatsvolk. Allein das zu sagen, macht sie ja jetzt mittlerweile tatsächlich sogar schon verdächtig. Das ist verrückt, wenn wir heute wieder darum streiten müssen, Selbstverständlichkeiten auszusprechen. Und eine dieser Selbstverständlichkeiten ist natürlich auch Demografie. Und da kommen verschiedene Teilaspekte mit rein. Die eine Sache, die uns, glaube ich, sehr interessieren wird und die auch für die AfD in den nächsten Monaten extrem präsent sein wird, ist zum einen die demografische Schieflage bei den sogenannten Bio-Deutschen, bei den Man kann wohl wegen Volksverleugnung angeklagt werden. Also da gibt es einen Volk. Das gibt es ja. Aber auf den Schulhöfen heißt es ja die Kartoffeln. Da ist es ja tatsächlich so, es gibt einen Überhang von älteren Menschen und es gibt einen Mangel von jüngeren Menschen. Sodass wir in verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei der Rente, auf Schwierigkeiten zusteuern. Das ist jetzt nichts Neues, was ich Ihnen jetzt erzähle. Nur da gilt das alte Tucholsky-Zitat, was man sich vorstellen, Tucholsky war mal ein Linker und jetzt mittlerweile wird er von Rechten zitiert. Schlimme Zeiten. Das alte Tucholsky-Zitat, es gilt ja nicht derjenige als schlimm, der den Schmutz fabriziert in Deutschland, sondern derjenige, der darauf hinweist. Und das ist exakt das, was Sie jetzt Mut zur Wahrheit von der AfD präsentiert bekommen, dass wir seit längerer Zeit darauf hinweisen, die Art und Weise, wie die GroKo, die beiden großen ehemaligen Volksparteien, mit der Rente umgehen, ist verantwortungslos. Wir steuern auf einen Zustand hin und alle rechnen Ihnen das schön und sagen, ja, wir haben aber Rentensicherheit bis mindestens 2019. Naja. Mindestens. Vielleicht sogar 2020. Das ist verantwortungslos. Es gibt da nach diesem Prinzip, wie die Altparteien da rangehen, nur einige Stellschrauben, die sie drehen können, um tatsächlich die Rente rüberzubringen. Das ist entweder, sie werden länger arbeiten müssen, oder aber sie werden erheblich mehr einzahlen müssen, oder aber sie werden erheblich weniger bekommen. Und das ist das, was man ihnen immer wieder verschweigt. Und in der großen Talkrunde, wen fragt man, wer ein Rentenkonzept hat? Fragt man die CDU, wie es weitergehen soll? Und die sollen mal ein paar Beispiele nennen, wie sie das jetzt auflösen wollen. Ob die Menschen jetzt bis 80 arbeiten sollen oder ob sie dann alle nur noch Rente auf Grundniveau bekommen sollen. Denn sie fragen immer den AfD-Vertreter, die jüngste Partei. Und wir sind ja auch keine Zauberer. Auf der anderen Seite, und das sage ich immer wieder, und deswegen sage ich, es ist ein sehr spannendes Jahr, wir haben nicht ein Rentenkonzept. Wenn Sie jetzt ein bisschen die AfD begleiten, wir haben ja gleich 5. Und für was wir uns am Ende dann entscheiden,
Ich bin sehr gespannt, ich bin selber sehr gespannt, was am Ende rauskommen wird. Das werden wir dieses Jahr noch bei einem Sozialparteitag miteinander verhackstückeln. Und von daher, so anstrengend das manchmal ist, so schwierig das mit Partei auch manchmal ist, Herr Oschwies hat es am Anfang angekündigt, es ist viel Arbeit vor allen Dingen. Und es macht nicht immer nur Spaß. Aber so spannend ist es und so schön kann es sein, bei solchen historischen Dingen tatsächlich mitzuwirken. Und bei der AfD geht es ganz schnell. Wenn Sie Wähler der SPD sind, dann kommen 25 Wähler auf ein Parteimitglied. Wenn Sie Wähler der AfD sind, da kommen 420 Wähler auf ein AfD-Mitglied. Das bedeutet, wenn Sie sich in der AfD aktiv engagieren, wenn Sie aktiv mitmachen, sind Sie relativ schnell in der Lage, mitreden zu können. Und was gibt es in der Demokratie Schöneres als das? Wenn Sie sich ärgern, können Sie machen. Bringt nur nichts. Kommen Sie zur AfD, werden Sie AfD-Mitglied und dann können Sie relativ schnell mitreden und tatsächlich etwas verändern. Und ich bin sehr gespannt, was wir dieses Jahr noch für ein Rentenkonzept beschließen, um genau dieses Dilemma aufzulösen, auf das wir dazu steuern. Und es gibt noch ein anderes Konzept. Demografie, wie gesagt, wir sind gerade in einer Situation, wo wir eigentlich ja immer gesagt bekommen haben, wir werden jetzt gar nicht mehr so viele neue Wohnungen brauchen, weil es gibt ja gar nicht mehr so viele deutsche Kinder. Wir haben jetzt die Babyboomer, die werden jetzt noch abgewickelt, die verdienen ja jetzt aktuell tatsächlich sehr, sehr viel und danach brauchen wir wieder so viel Wohnraum, wir brauchen wieder so viele Kita-Plätze. Das hat sich ja plötzlich seit 2015 so ein bisschen verändert, Sie werden es vielleicht mitbekommen haben. Es sind so ein, zwei Dinge passiert, hat man kaum mitbekommen. Ja, bekommt man schon mit, ne? Muss man nur die Augen aufmachen, wenn man im Stadtbild so ein bisschen guckt, da hat sich einiges geändert, auf einmal und ziemlich schlagartig, ganz schön verrückt. Und schlägt man die Zeitung auf, die sagen, alles ja aus, alles halb so wild. Alles schon verdaut, wir haben es geschafft. Interessant, ich bin sehr gespannt. Was wir also da lange Zeit hatten, ist, dass wir einen Überhang von Leuten haben, die jetzt in den besten Jahren ihrer Erwerbsbiografie stehen. Und das macht sich auch an den Steuereinnahmen tatsächlich relativ bemerkbar. Sie hatten 2005 ein Steuergesamtaufkommen von 420 Milliarden Euro. 2019, extrapoliert, also kaum 15 Jahre später, haben wir ein Steuergesamteinnahmen von über 900 Milliarden Euro. Also wir haben erheblich viel mehr eingenommen. Und dann schauen Sie sich nochmal um. Wie gesagt, ich komme nochmal drauf zurück. Wie sehen unsere Straßen aus? Wie ist die Feuerwehr ausgerüstet? Wie sehen die Schulen aus? Haben Sie den Eindruck, wir haben 40% mehr Einnahmen als noch vor 15 Jahren? Haben wir noch eine zweite Gorch-Fock bestellt, mit der wir jetzt um die Weltmeere segeln? Wir haben doch jetzt 25% Lücke, die bestellen 25 Milliarden Loch. Ja, bis 40 Milliarden, 90 Milliarden, man überlegt ja noch, wie groß das Loch ist. Ja, das wissen Sie ja noch. Ja, klar. Die Dinge arbeiten alle. So viel, wenn man Ihnen immer wieder erzählt, Ihnen wird ja nichts weggenommen. Ich finde das immer wieder interessant. Also die Leute machen sich viele Gedanken darum, wo sie 6 Cent bei der Milch sparen können. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darum, dass der Staat Ihnen vorher 50% abgenommen hat. Also von daher, Ihnen wird nichts weggenommen, Ihnen wird eine ganze Menge weggenommen. Und Sie sollten viel mehr darüber nachdenken, was Ihnen weggenommen wird und was mit diesem ganzen Geld gemacht wird, das eigentlich Ihr Geld ist. Denn nicht der Staat bezahlt was, das ist immer schön, wenn das so gesagt wird, der Staat bezahlt das ja. Wir haben gut gewirtschaftet, der Staat bezahlt. Nein, Sie bezahlen das. Es gibt keine staatlich finanzierten Projekte in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt nur tatsächlich Steuerzahler finanzierte Projekte in der Bundesrepublik Deutschland. Kommunismus. Exakt. Richtig. Und darüber muss man ab und zu immer wieder nachdenken. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt. Denn Tatsache ist, es wird natürlich, also ich mache jetzt bald dritte Mal die Haushaltsberatungen im Landtag mit. Und es ist nicht so, dass die Fachpolitiker da zusammenkommen und sagen, nimm du lieber die Millionen, ich habe hier schon eh genug, ich weiß gar nicht, wie ich das alles ausgeben soll, mein Gott. Teilhaben, das steckt schon im Wort, heißt einen Teilhaben von etwas Ganzen. Und wenn neue Menschen von außen dazukommen, dann nehmen die einen Teil davon, das ist ganz klar. Und wenn Ihnen wieder jemand sagt, wo wird Ihnen persönlich denn was weggenommen? Ja, das kann der Lehrer sein für Ihr Kind, das kann das Krankenhaus sein, was man in Ihrer Kommune schließt. 20% der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stehen mit dem Rücken sowas von zur Wand, dass die teilweise überhaupt gar nicht mehr wissen, wie sie klarkommen sollen. Die besteuern die Parkplätze der Ärzte, die zum Nachtdienst kommen. Also sie müssen als Arzt für den Parkplatz bezahlen, damit sie dann Menschen behandeln können. So sieht das mit den Krankenhausgesellschaften aktuell aus. Und dann erzählt man ihnen wird nichts weggenommen. Also ganz spannend. Das ist ein zweiter interessanter Aspekt zum Thema Demografie. Ein dritter Aspekt zum Thema Demografie ist, hier haben Sie eine relativ nette Umgebung. Aber relativ in kurzer Umgebung, egal wo ich die Vorträge halte, in relativ kurzer Umgebung gibt es immer schon Städte, in denen sieht es anders aus. Und zwar merklich anders aus. Meine Heimatkommune Krefeld
hat sich extrem verändert. Als ich weggegangen bin, um zu studieren nach Köln, sah Krefeld noch ganz anders aus. Ich bin dann vor einiger Zeit wiedergekommen, ich bin heimatverbundener Mensch, ich glaube, das geht vielen Menschen in der AfD so, dass sie heimatverbunden sind, und habe etwas ganz anderes wiedergefunden. Also die netten Kneipen, wo ich noch vor einiger Zeit mal abends ein Bier trinken konnte mit Freunden, die sind weg, da ist jetzt eine Shisha-Lounge. Das geht oder ein Friseur oder ein Pretty Beauty Nail Studio oder was auch immer. Es hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Und das kann man nicht leugnen. Man kann das unterschiedlich bewerten, ist jedem frei. Es hat positive wie negative Dinge, aber es hat sich was verändert. Duisburg-Marxloh war mal ein nettes mittelständisches Viertel, eher für kleine Handwerker. Man kann nicht leugnen, dass es sich verändert hat. Und jemand, der Ihnen erzählt, das ist alles nur bereichernd, das kann man ja so sehen. Aber in einer Demokratie muss man über sowas diskutieren können. Wenn ich gerade sage, dass wir einen Überhang haben von älteren Herrschaften, dann ist es aktuell so, sterben in der Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr in etwa 900.000 Personen. Davon sind aktuell 90% Deutsche und 10% mit Migrationshintergrund. Ja, das ist aber eine Absicht. In U3, also die Kinder, die kleiner sind als 3 Jahre, haben wir aktuell 90% Migrationshintergrund. In großen Städten über 50% Migrationshintergrund. Und jetzt sind das alles Dinge, die normalerweise sehr langsam laufen. Demografie, das ist nichts, was man mitbekommt. Da gilt das alte Sprichwort, man muss den Frosch nur langsam genug kochen und dann kriegt man ihn auch gekocht. Dann hüpft er nicht aus dem Topf raus. Für gewöhnlich funktioniert das mit Demografie so, weil man es eben nicht so aktiv mitbekommt. 2015, wo dann viele Menschen gesagt haben, das geht auf einen Schlag jetzt tatsächlich, aber ganz schön fix, das war eine Ausnahme. Da sind ja wirklich auf plötzlich über 1% neue Menschen zu uns gekommen. Da war es tatsächlich ja auf einmal im Straßenbild sichtbar, von heute auf morgen, dass sich etwas verändert hat. Das geht bei der Demografie ja meistens schleichend. Und schleichende Prozesse, das ist etwas, was man als Mensch nicht gut, das bekommt man nicht gut mit. Das muss irgendwas mit unserem Hirn zu tun haben. Kann ich Ihnen nicht mehr als Hausarzt sagen, das ist schwierig, ne? Aber ich kümmere mich immer um Schnupfen. Man bekommt es normalerweise nicht so mit. Aber das sind trotzdem Dinge, wenn Sie darüber nachdenken. In der U3-Generation haben wir 50% Menschen mit Migrationshintergrund und in der Ü70-Generation sind 90% Deutsche. Dann bedeutet das, dass sich innerhalb der nächsten 30 Jahre erheblich was ändern wird. Man kann da unterschiedlicher Meinung darüber sein. 90% der Menschen Ü70 sind Deutsche, bei den Ü3 sind es 50%. 900.000 sterben jedes Jahr, 700.000 Menschen werden geboren. Von den 700.000 sind 300.000 jeweils mit Migrationshintergrund, 400.000 sind Einheimische. Nettozuzug, wenn man plus minus rechnet, haben wir in der Bundesrepublik Deutschland aktuell etwas so 500.000 pro Jahr. Zuzug. 900.000 sterben, 700.000 werden geboren. Das bedeutet, auch das müssen Sie jetzt quasi noch gegenrechnen. Heißt also, wenn man darüber spricht, dauert das in positiven Berechnungen. Also wenn Sie noch annehmen, wir würden jetzt gar nicht so einen großen Zuzug haben und es würde jetzt gar nicht mehr sich viel verändern, dann hätten wir irgendwann Ende des nächsten Jahrhunderts eine Mehrheit von Menschen hier, die nicht deutschen Ursprungs sind, sondern die einen Migrationshintergrund haben. Das heißt immer noch nicht, dass es sprechen viele immer von der Islamisierung, großer Punkt, wichtiger Punkt, ein Punkt, den wir besprechen müssen, aber es heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch mit einem Migrationshintergrund auch islamischen Glaubens ist. Wir haben immer noch viele Polen hier, wir haben viele Italiener hier, wir haben viele Griechen hier, wo Integration ja deutlich besser funktioniert als Menschen aus anderen Kulturkreisen. Deutlich besser funktioniert die Integration. Kommt sogar zur AfD, ist alles richtig. Ich habe eine Frage. Also, Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht okay. Aber meine Frage ist, wieso das passiert? Wieso jedes Mal sind wir mehr Ausländer als die Deutschen? Ne? Das kommt von früher an, schon, dass die deutsche Frauen keine Kinder wollten. Ja. Ne? Und sie wussten darüber, dass in einem Moment es fällt, diese. Aber dann importieren die ganzen Leute von eben wo. Und wieso haben nicht zum Beispiel Chinesen oder von Kanada oder andere Leute? Das ist genau das, was die AfD sagt. Genau. Wir suchen uns das aus und dann bitte Leute, die zu uns passen. Das ist etwas, wo ich immer wieder mit drüber streite. Ja klar, absolut. Ich komme auf 4 Jahre aus Australien. In Australien es gibt ein Programm, bei der Ausbildung oder die Profession kann in Australien arbeiten. Und wieso machen das nicht in Deutschland? Ja. Wäre ich jetzt gleich zugekommen. Ich erzähle weiter, dann beantworte ich die Fragen. Aber
Wenn Sie sich das allein da schon angucken und diese Zahlen allein nehmen, haben wir also Ende des nächsten Jahrhunderts rein mathematisches, statistisches Spiel die Situation, dass Menschen ohne Migrationshintergrund in der Minderheit zu den Menschen sind mit Migrationshintergrund. Und was sind die am stärksten wachsenden Gruppen innerhalb der Migranten? Das ist Subsahara-Afrika und das ist die gesamte arabische Welt. Also das sind vor allen Dingen ist muslimische Zuwanderung. Und wie funktioniert das in einer Demokratie? Und das ist auch ganz einfach, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem muss man es immer wieder sagen, weil es wird ja nicht drüber geredet. Es wird nicht diskutiert. Es wird nicht zur Absprache oder zur Abstimmung gestellt. Es wird nicht in den Parlamenten drüber gesprochen. Vor allen Dingen nicht, bevor wir da waren. Jetzt bringen wir es in den Diskurs und werden angeguckt, als wären wir Außerirdische. Was passiert in einer Demokratie, wenn der Bevölkerungsanteil von Menschen mit gewissen Vorstellungen größer wird? Dann bringen die sich natürlich ein. Und das ist nicht verboten. Das ist in einer Demokratie ja sogar genauso gewünscht. Der zentrale Punkt ist nur, man hat uns nie gefragt. Und in einigen Teilbereichen ist es eben so, und da muss man auch selbstbewusst genug sein, dass dieser Planet, es wird von der politischen Linken immer gesagt, wir haben mehr gemeinsam, als uns trennt. Mit allen Menschen auf diesem Planeten. Wenn man über Nahrungsaufnahme spricht, wenn man über geschlechtliche Fortpflanzung spricht, wenn man über... Dann stimmt das auch. Jeder muss schlafen, etc. Und dennoch gibt es gewisse kulturelle Vorstellungen, die sind geradezu diametral zueinander. Also wenn wir hier zum Beispiel mittlerweile, ist auch nicht lange der Fall, aber wenn wir mittlerweile sagen, Nachbarkommune von Ihnen, Köln, Homosexualität ist vollkommen in Ordnung. Warum nicht? Soll doch jeder machen, was er will. Kann jeder nach seiner Fasson glücklich werden. Ist etwas, wo wir in der Aufklärung und daraus resultierend sehr lange für gestritten haben, dass das okay ist. Oder dass die Frau arbeiten gehen kann, ohne ihren Mann zu fragen. Oder zum Friseur gehen kann, ohne ihren Mann zu fragen. In einem der vielen Friseursalons. Dann ist das ja etwas, wofür wir lange gestritten haben. Und es gibt aber einige Teile der Welt, die sehen das überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Da wird das hoch in Frage gestellt, ob das überhaupt okay so ist. Doch einige Teile der Welt, da sind Hunde unrein und andere essen Hunde auch. Ja klar. Und das kann ja jeder in seinem Teil der Welt auch so handhaben, wie er will. Warum auch nicht? Ist ja nichts Schlechtes dran. Wenn ich die Grünen höre, die dann sagen, ja, aber selbst unsere Urlaubsländer, egal ob es jetzt Ägypten ist, Marokko ist, Bulgarien ist, das sind ja alles keine sicheren Herkunftsstaaten, da darf man nicht hinabschieben. Dann ist das interessant, weil die Grünen ja übertragen damit sagen, ja, diese Länder und deren Vorstellungen und die Zustände da, die sind irgendwie schlecht. Würde ich jetzt gar nicht sagen. Warum ist das schlecht? Wenn die das da haben wollen, ist doch schön. Sollen die doch machen. Ich wäre nicht derjenige, der sagt, wir sind da besser als die anderen. Unter Umständen, wir kriegen keine Kinder mehr, vielleicht sind wir einfach nur eine verrückte geschichtliche Fehlentwicklung. Mag ja sein. Kann alles gut sein. Tatsache ist, in einigen Punkten haben wir diametrale Vorstellungen zueinander. Und ich finde, wir müssen trotzdem als Staat, wir müssen trotzdem als Kulturraum den Rücken breit genug machen, um zu sagen, gewisse Dinge möchten wir nicht verhandelt sehen. Wir haben einige Dinge, die hat man mit viel Blut, Schweiß etc. hier erst erkämpft. Das sind zum Beispiel Dinge wie Meinungsfreiheit, die heute wieder extrem in Frage gestellt wird, die es in diesen Ländern unter Umständen gar nicht gibt. Aber diese Dinge sind für uns nicht verhandelbar und da finde ich, sollten wir als AfD auch noch viel mehr darauf hinweisen, dass wir dieses Spiel, ungefragt zum Einwanderungsland zu werden, ungefragt zur Minderheit im eigenen Land zu werden, ungefragt uns mit diesen Dingen zu konfrontieren, dass es jetzt getrennte Frauenschwimmtage in ihrem öffentlichen Schwimmbad gibt, dass wir das als AfD nicht mitmachen werden. Vielleicht so viel erstmal zum Einstieg. Ich danke Ihnen, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich die sehr gerne.